Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, ich befinde mich in unserem Lebensmittellager, denn ich bin der Meinung, wir werden nicht genug Verdorbenes da haben, wenn das jetzt so weitergeht. Jetzt habe ich auch Kohl gefressen. Gut, eigentlich wollte ich den jetzt nicht fressen, sondern ablegen. Jetzt legen wir mal 99 Kohl hier einfach mal vors Lebensmittellager. Dann wollte ich mir jetzt hier eigentlich auch nochmal neues Essen rausholen. Das heißt, hier legen wir uns jetzt einfach mal nochmal ein paar Karotten zu. Mal machen wir 24 jetzt. So. Wir sind ja jetzt wieder in der City angekommen. Und ich bin der Meinung, unsere Dorfbewohner kommen momentan mit dem Ernten nicht hinterher. Deswegen werde ich da jetzt gleich nochmal ein bisschen aushelfen. Aber halt auch nur einfach aushelfen. Die Eisenbolzen, die packe ich jetzt nochmal weg. Das sind ja jetzt Reserve. Steinspitzhacke, den Vergifteten behalten wir. Die vier Säckchen, die packen wir auch nochmal dazu. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, wegen Sicheln. Da bin ich mir jetzt nicht so sonderlich sicher. Eisensense ist noch da. Die Bronzehacke ist auch noch da, aber die Sense sind durch. Und was ist mit der Sichel? Ah, die sind auch schon alle weg. Okay, die haben nur noch die Eisensense. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das nächste Mal dann auch ansetze. So, ich habe mich ja jetzt soweit fast leer gemacht. Die fangen ja jetzt hier schon an, weiter zu pflügen. Das heißt, ich werde jetzt denen das einfach mal abnehmen und sammle das Ganze mal hier weg. Das können wir ja auch ganz fix machen. Dafür brauche ich kein Werkzeug oder sonst was. Weil sie haben gerade mal ein ganzes Kohlfeld hingekriegt. Das ist halt noch nicht so optimal. Und die Scheune will ich ja dann auch nochmal aufwerten und all... Oh, ich habe schon wieder so viel vor hier. Und da hinten die Höhle, die wir jetzt noch entdeckt hatten. Ah, da will ich auch noch ausbauen und... Na gut, so, jetzt sind wir das erste Mal voll. Das heißt, das schmeißen wir jetzt einmal kurz ins Lebensmittellager. Somit passt das, dass ich jetzt nochmal 1000 Kohl einfach wegschmeißen kann. Haben wirklich sehr gute Kohlfelder hier. Das sah gerade so aus, als wenn da noch jemand steht, aber steht keiner. So, dann schauen wir doch mal. Dass wir hier jetzt noch das restliche Feld abernten. Wenn wir das abernten, kriegen wir ja sowieso nochmal deutlich mehr davon zusammen. Als jetzt die Dorfbewohner. Gut, dann kann ich nochmal einmal abschmeißen. Einmal hier ganz viel Kohl rein. So. Dann ist das Feld auch schon mal abgeerntet. Dann ernte ich jetzt hier hinten auch nochmal ab. Die ganzen Zwiebeln. Damit die Dorfbewohner dann hier demnächst schon mal düngen können und hoffentlich das Ganze dann ja auch nochmal den Rest schaffen. Das heißt, in der nächsten Nacht müssen wir dann nochmal gucken, ob wir da nochmal unter der Arme greifen müssen oder nicht. Ich gehe mal davon aus, ja. Ich habe ja jetzt doch ein bisschen viel mehr gemacht, als eigentlich sollte, ne? So, aber die Zwiebeln, die kriegen wir hier nochmal alle in einem mit. Aus den Zwiebeln könnten wir eigentlich die gebratenen Fleischgerichte mal machen. Da hätte ich auch Bock drauf. So, wir sind noch nicht ganz überladen. Dann kann ich hier schon mal mit dem Kohl anfangen. Der wirklich am meisten bringt. Aber ich würde doch nochmal lieber abgeben. So. Gut, fast 500 Zwiebeln da hinten rausgekriegt. Na denn. So, Karotten sind noch nicht fertig, doch sind auch fertig. Ja. Wir nehmen jetzt aber erstmal... Also wir nehmen den jetzt quasi erstmal ab, das Ganze, die ganzen Felder zu ernten. Weil gerade Frühling, ja, da könnte das vielleicht noch ein bisschen zu wenig sein, was unsere Scheune da macht. Im Ganzen. Da müssen wir wohl wahrscheinlich noch zu Anfang noch ein bisschen mehr helfen.
Aber ich denke mal, gegen Winter und so weiter wird das dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Dadurch, dass es halt viel weniger anzubauen ist. Weil jetzt hier gerade Flachs und Co., also gerade Frühjahr, muss ja viel angebaut werden oder wird viel angebaut. Das kann ja dann auch ganz schnell zu viel für die werden. Ach, jetzt hätte ich beinahe meine Karotten. Na, eigentlich kann ich meine Karotten ja mit reinschmeißen. Ja, die 2 Kilo brauche ich jetzt auch nicht mit mir rumschleppen. Wir sammeln uns gleich einfach neue Karotten. Weil, wie gesagt, ein Feld ist jetzt wirklich ein bisschen wenig. Ich muss jetzt mal gucken in der Verwaltung. Wir haben doch jetzt in der Scheune 3 Leute. Wobei eine nächstes Mal auch ausfallen wird, wo wahrscheinlich. Und das nächste Kind ist ja dann schon wieder incoming. Na gut, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir wohl wahrscheinlich auch noch mehr Häuser haben, damit wir die ganzen Kinder dann auch unterkriegen irgendwie. Die wollen ja auch irgendwann ausziehen aus ihrem Elternhaus. Gehe ich mal davon aus. Na, müssen wir wirklich mal gucken. So, das Feld mit Kohl ist durch. Dann machen wir jetzt hier nochmal die Rüben weg. Die dürften wir ja mit einem Mal abernten können. Ist doch nicht das Ding. So, hier auch nochmal. Aber kommt gut was an Essen rum, ne? Also, wenn da nicht genug verdorben nachher wird, dann weiß ich auch nicht. Und ich sollte, glaube ich, nach den Karotten mal. Wo kriege ich die überhaupt alle mit? Ich glaube nicht. Ja, könnte sein. Aber dann ist es ja schon Schleifpartie, oder? Ah, wir werden schon immer langsamer. Ah, nee, die kriege ich nicht alle mit. Muss mir erstmal dahin schleifen. So, dann muss ich da oben nochmal gucken, was da oben noch zu ernten ist. Und dann dürften sie es hoffentlich alles schaffen. Ich hoffe aber auch, dass wir genug Dünger dann haben. Das ist so die nächste Sache. Und eigentlich müsste ich den Kohl nicht vors Lebensmittellager schmeißen. Das ist ja jetzt eigentlich auch kompletter Quatsch. Ich müsste ihn ja eigentlich direkt vor die Scheune schmeißen, damit ich es gleich verarbeiten kann. Ja, da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Mann, gut, dass es mir jetzt noch aufgefallen ist. 649 Möhrchen. Kriegen wir den Kohl? Den kriegen wir nicht ganz mit. Kann ich den Stack nicht ein bisschen teilen hier, indem wir hier einfach sagen, wir machen jetzt hier mal 500 hin und können uns dann schon mal zur Scheune schleppen. Die ist ja nicht so weit weg. Das heißt, die anderen 400 kriegen wir doch dann auch dahin. Weil dann ist er da gleich auch. Das, wo wir uns das abarbeiten können hier. Dann stehen wir nämlich direkt daneben. Das habe ich schon wieder eingegessen. Die sollen doch verrotten. So. Und hier dann auch nochmal den letzten Rest vom Kohl. Tausend, das sind dann knapp 3000 Verdorbenes. Das ist schon eine Menge. Das dürfte doch dann hoffentlich für Dünger fürs erste Mal reichen. So, dann schmeißen wir ihn jetzt hier auch nochmal weg. Zack. Da kullern die ein bisschen durch die Gegend. So, hier hatten wir rote Beete. Rote Beete war noch gar nicht fertig. So, hier hatten wir Weizen. Weizen war ja auch noch nicht fertig. Dann ist es ja wirklich nur noch ein bisschen was Düngermäßige draufschmeißen. 2 Tage haben sie noch. Und wieder pflügen. So, hier fehlen noch die Samen. Beim Mohn waren sie nicht fertig geworden.
Na, mal gucken. Also, da müssen wir wohl wahrscheinlich nochmal ein bisschen unter die Arme greifen. Aber mal gucken, wie weit sie jetzt kommen. Jetzt habe ich denen ordentlich was abgenommen. Jetzt habe ich schon mal das eingesammelt, was die eigentlich nachher machen sollen. Aber das Sammeln, das ging ja jetzt fix. Das hat ja jetzt 10 Minuten gedauert. Das war ja fast gar nichts. So, dann legen wir jetzt mal 58 weg. Und dann haben wir gleich auch unser Essen. So, dann. So, einmal neu ausrüsten. Ich brauche einen Hammerl. So, dann wollen wir nämlich mal gucken, was wir jetzt gleich. Na komm, ich nehme erstmal die Kupferhammer. So, denn wir wollen jetzt bauen. Wir gehen wieder in den Baumodus. Und zwar können wir jetzt ja. Das war unter Landwirtschaft. Genau, die Scheune verbessern. Bäm. So. Dafür brauchen wir Holzstämme. Ja, gut. Wird wohl wahrscheinlich jetzt wieder nur Holzstamm und der Rest sein. Holzstamm. Was? Ich brauche trotzdem noch Stroh? Na gut, ich habe Stroh bei. So ist es nicht. Hauen wir doch gleich mit drauf. Stroh brauchen wir trotzdem noch für die zweite Scheune. Interessant. Oh, und dann haben wir noch nicht mal genug Stroh. Ist also noch kein Blätterdach. So, hier brauchen wir auch noch mal Stroh. Holzstamm. Ich gehe mal davon aus, auch hier noch mal Stroh, Stroh, Stroh. Ja, ein bisschen Stroh und nur Holzstämme. Das ist ja schnell gemacht. Nehme ich mir noch mal so. Ja, jetzt habe ich nicht ganz genau nachgezählt. Ich würde sagen, so 50 würde ich davon schon noch mitnehmen. So, jetzt die Samen hier wieder rein. Die Stöcker werden recycelt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal 30 davon mit und dann nochmal ein bisschen Stroh. Oh, da können wir eigentlich auch nochmal ein Kilo mitnehmen. Nehme ich nochmal 50 mit, 2 Kilo, das dürfte reichen. Dann bauen wir das ganze Ding jetzt da oben hinten nochmal aus. Und dann sieht es auch schon besser aus. Da bin ich mal gespannt, was uns das jetzt einbringt. Der Stufe 2. So, hier noch das nächste Rieddach. So, nochmal eine Holzwand. Noch viel brauchen wir ja nicht dafür. Kriegen wir ja schon fast fertig, nur mit unserer ersten Lieferung hier. So, Dächer haben wir gleich fertig. Das passt. Jetzt müssen wir noch ein paar Stämme rauf poltern hier. Ah, hier nochmal 3 und 4. 4 Stämme brauchen wir nochmal. Kohl ist auch liegen geblieben. Wunderbar. Ja gut, die 4 Stämme, die können wir nochmal Gaudi ganz fix holen. Das ist ja nicht das Problem. So, dann gucken wir mal. Stamm. Nehme ich mir gleich mal 6 Stück mit. Dann kann ich mir eigentlich auch gleich Kalkstein schon mal rausholen. Da kann ich aber nicht so viel mitschleppen. Dann nehme ich erstmal die 60. So. Dann das Stroh wieder zurück. Und dann können wir nämlich gleich nochmal gucken, was wir da hinten noch ein bisschen mehr kälteresistenter kriegen. Aber erstmal Scheune wieder fertig machen. So. Okay, Scheune 2 fertig. Dann gucken wir uns doch mal die Scheune 2 in der Verwaltung jetzt an. Ja, ihr habt jetzt gar keinen Beruf mehr, aber das ist kein Problem. Hier kriegst du Scheune. Oh, da können aber ordentlich Leute jetzt rein. Oh, dann brauchen wir ja doch gar keine neue Scheune.
So, auch du arbeitest in der Scheune als Landwirt. Und auch du arbeitest in der Scheune als Landwirt. So, alle haben sie ihre Arbeit wiedergekriegt. Wunderbar. Hiert. Ja, passt jetzt schon ein bisschen optischer besser rein bei uns hier. Gut, dann gucken wir mal. Wir wollen ja jetzt noch verputzen. Mal gucken, was wir jetzt hier hinten noch an den Häuserchen verputzen können. Die Seite hatten wir jetzt schon komplett fertig. Hier hatte ich, glaube ich, schon angefangen, ja. Dann machen wir hier gleich weiter. Das muss ja hier richtig, richtig lohnen, in den Häusern zu wohnen. Eigentlich können wir auch reingehen. Von drinnen lässt sich es immer ein bisschen einfacher sehen und bearbeiten. Ja, das Haus kriegen wir nochmal voll fertig. Dadurch, dass wir da schon angefangen hatten. Passt. Noch bessere Wärmedämmung. Bitteschön. Und da ist mir der Kupferhammer wegen der Türschläger einmal kaputt gegangen. So, hier ist auch schon alles fertig und verputzt. Das heißt, wir können jetzt zunächst schon die größeren Häuser langsam mit einsetzen und die hinteren Häuser. Hey, 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 hey. So, aber ich wollte eigentlich nur den Kupferhammer schon mal kaputt kriegen, damit ich mir gleich einen neuen nehmen kann. So, die Stämme wieder rein. Jetzt muss ich mir mal. Ich nehme mal 40 Bretter mit. Ich will mich jetzt aber nicht allzu sehr überladen, denn ich möchte jetzt hinten das andere Gebäude fertig kriegen. Klar, ich könnte mir jetzt auch noch eigentlich eine Bronze-Axt oder so mitnehmen, ne? Dann könnte ich auch notfalls dort die Bäume fällen und das ma so machen. Ich glaube, das wäre viel schlauer, als wenn wir das jetzt hier übers Lager machen. Das heißt, ich nehme noch mal ein bisschen mehr mit. Ja, gut, das sind schon zu viel. Das heißt, wir legen noch mal 10 ab. 0,5 Kilo. Ha, die werden wir auch noch los. Einmal kurz ein bisschen was essen. Und schon können wir auch wieder rennen. So, jetzt möchte ich nämlich hier hinten unser kleines Lager ausbauen. So, ich könnte mir auch schon mal den Hammer reinsetzen und. Oh, ich habe noch flachen Strohhut und so weiter jetzt bei. Na gut, das kann ich dann auch später reinsetzen. Jetzt will ich loslaufen. Ich will jetzt loslaufen. Weil das wäre die nächste mögliche Mine, die wir machen können. Dann haben wir zwei mögliche Minen, die wir auch notfalls mal abholen können, wenn wir mal Steine brauchen. Das wird deutlich cooler. Und da hinten ist der Platz deutlich geiler. Weil der ist nicht so weit weg von unserem jetzigen Dorf. Wir haben da hinten ein Dorf in der Nähe, wo wir gleich verkaufen könnten. Das heißt, ich bin sogar am Überlegen, denn zu sagen, okay, gut, wir bauen da auch noch eine Schmiede mit hin, damit man es dann gleich weiterverarbeiten kann. Das müssen wir mal gucken. Aber erstmal bauen wir es auf. Erstmal ist jetzt wichtig, das Lager aufzubauen. Das ist immer das Schwierigste. Oder das dauert jetzt momentan als längstes. Ich bin sogar am Überlegen, da die zwei fehlenden Grabenschuppen dazu zu packen. Das könnte eigentlich auch ganz geil kommen. Na gut, momentan haben wir nicht die Leute dafür, die dafür denn ackern können. Aber mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir denn Häuser noch davor setzen müssen oder nicht. Deswegen Lager A und O.
Das ist nun mal jetzt ganz, ganz wichtig. So, wir brauchen jetzt zuerst 10 Stämme. Jetzt muss ich aber hier erstmal einmal kurz die Bretter ablegen. So. Dann nehmen wir uns jetzt zuerst unsere Axt und dann hacken wir hier mal ein bisschen durch. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Stämme zusammenkriegen dafür. Ich hätte mir noch eine Schaufel mitnehmen sollen, dann hätte ich die gleich hier mit rausnehmen können, aber da denkt doch Turtle doch nicht dran. Gut. Jetzt nehmen wir erstmal schon mal alles mit, was jetzt hier rumliegt. Na, hoffen wir, dass wir es fix zusammenkriegen. Ne, ich will nicht die Zweige, ich will die Birke hier haben. So, hier hinten liegt noch ein Birkenstamm. So, und hier haben wir noch ein Bäumchen. Wäre recht viel Stämmchen brauchen. Aber ist ja kein Problem. Nehmen wir uns alle mit nacheinander hier. Passt. Ei, 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 ei. So, hier der nächste Stamm. Wobei die Birken bringen ja eigentlich am wenigsten, ne? Das sind ja immer nur zwei Stämme, die ich einsammeln kann. So, ne? Gut, haben wir den nächsten. Das Lager möchte ich am liebsten diese Folge noch fertig kriegen. Ob wir das noch hinkriegen? Schön wär's. So, jetzt tragen wir zu viel. Das heißt, jetzt müssen wir mal kurz andutschen. Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das noch nicht mal. Ich hoffe, das ist noch weit genug weg. Ich hoffe mal, das ist noch weit genug weg. So, aber jetzt erstmal hier drauf hämmern. Fundament kriegen wir auch noch hin. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier zuerst das Dach machen. Hier haben wir auch mal ein paar Brettchen. Hoffen wir mal, dass das alles ausreicht. So, da haben wir schon mal nichts. Das kriegen wir fertig. Das kriegen wir fertig. Okay, hier auch nochmal. Könnte nämlich sein, dass wir doch ein bisschen zu viele Bretter mitgenommen haben. Jo, haben wir. Ein klein wenig zu viel. Aber es ist nicht so weiter wild. Die kann ich jetzt hier erstmal ablegen. Hier mitten hier reinschmeißen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Stämme haben. Moment. Was hatten wir jetzt hier in dem Dorf? Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Da hatten wir doch einen Holzfäller, ne? Würde das was bringen, wenn wir uns jetzt ein paar Stämme kaufen? Wir brauchen ja nur noch Stämme. Wären wir damit nicht schneller? Ja, die 28 Stämme, die kaufe ich dir jetzt mal ab. Mal sehen, was kostet das? Fast nichts. Okay. Fast nichts. Springen können wir auch noch. Dass ich aber so nah am Dorf noch bauen darf. Das ist cool. Könnte vielleicht auch gerade so sein, ne?
Also, jetzt haben wir 28 Stämme innerhalb von ein paar Sekunden gemacht. Die werden zwar nicht ausreichen, aber... Helfen tun wir. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir jetzt hier... das nächste Lager fertig machen. So, erstmal die Dachplatten hier. Achso, ich war der Blockierende. Ich wollte gerade sagen, wer blockiert mich denn hier? So, dann haben wir das obere jetzt schon soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Unterbau einmal durchsetzen. Gut. Das war's leider. Das sieht schon cool aus. Oh. So, das hatten wir ja schon vorhin abgesammelt, wo wir es entdeckt hatten. So. Oh, zwei Bäume nebeneinander, komm. Wackel nicht so rum. Im Sommer wird gearbeitet. So, nächsten. Und dann können wir erstmal alle entbaumen. So, hier fallen schon die ganzen Stämme runter. So, hier auch nochmal. Dann mal den nächsten Baum. Halt. Wo wolltest du hin? Hä? Ja, nebenbei noch Steine einsammeln, damit man ja noch schwerer wird. So, komm. Nächstes. Gut. Eieieiei. Aber komm, das will ich jetzt unbedingt in dieser Folge noch fertig kriegen. Das ist ein Muss. Also für mich ein Muss. So. Jetzt ist erstmal der letzte Baum. Ach, geht auch nicht. Komm, nun fall um. Wir wollen doch die Stämme haben. So, unseren allseits beliebten Kupferhämmerchen. Und dann hämmern wir ihn da noch ein bisschen rein. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich genug Platz für die Mine nachher. Und das hier ist auch ein viel kürzerer Weg. Also hier werde ich wohl wahrscheinlich öfters mal hergehen, wenn wir es noch nicht haben mit der Mine. Und einfach nur mal sagen, jo, ich gehe mal Steine besorgen. Ja, das freut mich schon richtig. Das ist wirklich eine coole Entdeckung, die ich hier gemacht habe. Und noch nicht mal allzu weit weg. So, aber... was weit weg ist, sind die Bäume. Und das ist ein kleines Problem hier. Wir brauchen mehr Stämme. So. Aber dadurch, dass wir uns jetzt überall ein bisschen verteilen, habe ich ja jetzt sogar eigentlich rein theoretisch sollte ich hier sogar ein Nahrungsmittellager noch mit hinsetzen. So, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, dann hätte man quasi auch gleich die Möglichkeit hier Notfall Essen herzuholen. Wobei, das ist eigentlich nicht so weit weg von meinem Dörfchen, ne? Also die 400 Meter sind ja jetzt nicht wirklich so weit. Wäre jetzt genauso die Sache, so wie mit Materiallager vor den Dörfern zu setzen. Um einfach zu sagen, jo, ich kann notfalls einfach sagen, okay, ich hol's mir aus dem Lager. Deswegen, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil wir müssen ja für jedes Gebäude müssen wir Steuern zahlen. Momentan, wie gesagt, mit dem Gebäude an sich kommen wir eigentlich ganz gut aus, was wir jetzt zur Verfügung haben. Die Steuern sind eher so das Problem.
Und die will ich auch jetzt deswegen nicht runterschalten oder so, sondern einfach gucken, dass wir das dann auch selbst hinkriegen, dass es dann auch läuft. So, und ich bräuchte ein bisschen Ahorn oder so. Kriege ich ein paar mehr Stämme raus. So. Nächster Baum. Gewinnung! Neues Level. Oh, war das nicht sogar... Ja, Maultier. Das erste, was ich mache, Maultier. So, Trunks des Holzfällers. Schnell von Bäumen für die nächsten 10 Sekunden. Effekt addiert sich. Grabungsmeister, weniger Ausdauer bei Gewinnungsaktivitäten. Meister der Zerstörung. Naturgewalt, Haltbarkeitsverlust von Äxten. Nee, komm, dann nehmen wir hier mal die Trunks Holzfällers nochmal. Wir sind zwar noch nicht durch hier, aber Maultier war mir eigentlich das Wichtigste davon. Das heißt, die Trunks, wenn wir einen Baum abgeschlachtet haben, dann sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Wollen wir das dann noch auf Stufe 3 hochziehen? Können wir die eigentlich ganz gut wegmähdreschen. Und 5 Kilo haben wir jetzt auch gewonnen. Das ist eigentlich optimal. So. Zack. Dann nehmen wir hier die Birken auch nochmal mit. Es geht schon ein bisschen schneller, aber ich verbrauche jetzt dadurch auch natürlich deutlich mehr Ausdauer. Das merkt man. So, alle hab's. Gut, wir sind jetzt bei 16 Stämmen. Das heißt, der Ahorn hier und da dürfte es eigentlich schon wieder Game Over sein, wa? So, Stamm, 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 Stamm. Na genau. Weil wir behalten ja auch schon die ganze Zeit die Blätter. Die Blätter, die Federn und die Stöcke. Das heißt, wir können auch immer weniger tragen, auch selbst wenn wir mehr Traglast dazu kriegen. So. Dann schauen wir doch mal. Weil wir jetzt damit kommen, mit den letzten 20 hier. Wird noch nicht ausreichen. Aber dürfte nicht mehr viel fehlen dann. Boah, lass mich raten, so ein Stamm oder so. Okay, gut. Zwei Stämme fehlen. Zwei Stämme, dann ist das Lager fertig. Das heißt, egal was ich beim Baum mir jetzt raussuche, der gibt mir definitiv genug Stämme, um einmal kurz das Lager noch fertigzustellen. So. So und so. Gut. Jawollo. Das heißt, Materiallager fertig. Und jetzt kann der Ausbau sogar hier hinten stattfinden. Herrlich, herrlich. Ha, ist das schön. So, gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.